Die Produkte, um die es jetzt hier geht, sind in jedem Videoladen erhältlich. Trotzdem werden viele von Ihnen, liebe Zuschauer, solche Scheußlichkeiten noch nie gesehen haben. Wir können aber auf Ausschnitte aus diesen Filmen nicht verzichten. Sie sind als Dokumente zum Verständnis unerlässlich. Wir haben aber die Ausschnitte so kurz wie möglich gehalten. Dennoch brauchen auch Erwachsene starke Nerven. Für Kinder und Jugendliche ist dieser Beitrag nicht geeignet. Kinocast. Aber jetzt, Outtakes. Jetzt fangen wir an. Hallo. Jetzt fangen wir an. Okay, tschüss. Ja. Hallo. Willkommen zum neuen Kinocast. Das war der Chris, den habt ihr schon gehört. Hi, Entschuldigung. Kate ist auch in der Leitung. Hallo. Hallo. Das ist dieses Problem, wenn du einen eigenen Podcast auch noch hast, den du sonst immer startest, dann wirst du so ein Anfangs-Nazi. Du hast einen eigenen Podcast, wie heißt denn der? Ja, stell dir vor. Ein bisschen Self-Placken hier. Wie heißt denn der? Der heißt Pausentee. Für der die ist Leute, ganz toll, da geht's rund ums Eishockey. Für die Leute, als ob das noch keiner wusste, die nicht bis zum Ende immer dran geblieben sind, wenn wir manchmal drüber geredet haben, genau. Die wissen es jetzt auch. Könnt ihr auch klicken auf jedem Beitrag bei kinocast.net, steht unten irgendwie in Shownotes drin. Aber wir sind ja nicht gekommen, um über Eishockey zu reden, sondern wir sprechen über Filme. Den Sneak-Film der Woche haben wir leider, was heißt leider, wahrscheinlich nicht leider, weil die Wertungen waren eher so durchwachsen, um es mal vorsichtig zu sagen. Den haben wir nicht gesehen, weil wir da lieber im Stadion ein bisschen gefeiert haben. Es kam in der Sneak in Stuttgart der Film Die Reste meines Lebens. Das ist ein deutsches Drama mit Christoph Littkowski und Luise Heyer. Ich lese mal ganz kurz die Handlung vor. Shimon Mai ist ein Optimist, weil er schon von seinem Großvater den Ratschlag mit auf den Weg bekam, alles so zu nehmen, wie es eben ist. Auf diese Weise hat er eigentlich alles im Leben erreicht. Seine musikalische Freude konnte er zu seinem Beruf machen. Seine große Liebe Jella, gespielt von Caroline Bär, ist immer noch seine Traumfrau. Und noch dazu wird die kleine Familie in 6 Monaten um ein weiteres Mitglied wachsen. Zieht wahrscheinlich die Schwiegermutter ein. Dann aber wendet sich das Glück von Shimon ab, denn seine schwangere Frau stirbt urplötzlich. Trotzdem ist er nicht gewillt, sich von Trauer oder Depressionen überwältigen zu lassen. Mit allen Mitteln kämpft er für seine positive Lebenseinstellung und schafft es sogar, sich neu zu verlieben. Diesmal in Milena, gespielt von Luise Heyer. Doch kann ein Mensch die Vergangenheit einfach so hinter sich lassen? Diese Frage hat sich in der Sneak Preview jetzt am Montag gestellt in Stuttgart. Und wenn ich richtig gehört habe, lief da glaube ich auch bei den Kollegen von Leinwandperlen. Die haben den aber, oder einer von denen hat den zumindest gesehen. Also werden wir dann in der nächsten Sendung mal hören, was die drüber zu erzählen haben. Hat jemand von euch zufällig die Wertung aus der Metropol-Sneak-Gruppe im Blick? Wie so momentan? Ja, habe ich. Es ist von 0 bis 8 alles dabei. Oh, da gibt's 0 bei dem Film. Bei dem anderen, der so richtig scheiße war, gab es keine 0. Ja, okay. Da also von 0 bis 8 alles dabei. Also außer 10, 9, 2 und 3. Oh, also. Außer 10, also okay. Ja, also spannend. Also schwer zu sagen. Bin ich mal gespannt, was dann die anderen Podcaster darüber erzählen. Aber ich glaube, viel falsch gemacht haben wir da nicht an dem Montag. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal oder machen wir gleich mal weiter mit den Sneak-Tipps für die kommende Woche. Wie lautet denn der Sneak-Master-Tipp? Der lautet, ein Hoch auf die alten Kavaliere. Und Kate, hast du schon mal reingeschaut, was da so getippt wurde? Es wurde bisher ein Film getippt, und zwar Der Effekt des Wassers. Klingt sehr arthausig. Ich gucke jetzt mal genau, um was es da geht. Kranführer 40, deutlich verliebt sich in eine deutlich jüngere Schwimmlehrerin kommt auch noch dazu. Ja, es scheint eine Liebesgeschichte zu sein. Okay. Und französisch. Romanze, Drama, Komödie, Frankreich, Irland. Startet am 25. Mai, also könnte durchaus in der Sneak landen. Ja. Okay,
Ich hätte vielleicht auch noch einen Tipp. Und zwar lief das in manchen anderen Sneaks. Der Film heißt Loving, ist eine britisch-US-Koproduktion von Jeff Nichols, der ja, was hat denn der gemacht? Der hat auch ein paar relativ bekannte, Take Shelter hat er, glaube ich, gemacht. Den hatten wir mal in der Sneak, wo der eine sich da den Bunker baut im Garten. Und ein Sturm wird kommen. Ja, furchtbarer Film. Ich habe sogar Blu-ray. Ich fand ihn nicht gut. Und zwar geht es da irgendwie darum, dass irgendwie als zu Zeiten, als die Rassen noch getrennt waren, irgendwie kämpft da einer drum, dass er mit seiner Frau zusammen sein darf oder sowas. Soll irgendwie ganz nett sein. Also nicht die Story selbst, sondern der Film. Nicht, was dem da so passiert. Ansonsten kann ich ja mal gucken, weil ich hatte bis jetzt irgendwie noch keine Ideen gehabt, deswegen habe ich noch nichts getippt. Aber vielleicht tippe ich noch was. Ihr lest es dann in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe. Okay, wir haben ja sonst noch ein paar Filme gesehen. Und zwar haben wir alle drei eine Blu-ray-Rezensions-Disc gesehen, die hier so quasi wie so ein Lesezirkel die Runde machte. Und zwar. Ja, da möchte ich kurz eingreifen. Ich habe ihn nicht ganz gesehen, ich habe nur Teile gesehen. Okay. Haben die Teile dich verunsichert? Teile dieses Films? Ja, Teile dieses Films haben mich verunsichert. Und zwar, der Film heißt im Deutschen The Runaround. Deutscher Zusatztitel, Die Nachtschwärmer. Im Original heißt der Film All Nighter. Und das ist natürlich, ja, The Runaround, egal. Jedenfalls ist der Film mit J.K. Simmons, den man ja kennt, zum Beispiel aus Whiplash. Oder wie ist der andere Film, den wir letztens hatten hier? La La Land hat er auch eine kleine Rolle gehabt. Und Emil Hirsch, der immer mit diesem Aussteiger-Drama Into the Wild, den ich da so großartig fand. Und zwar geht es hier darum, dass Emil Hirsch spielt so einen Musiker, der spielt, was war das, ein Banjo oder sowas? Banjo, ja. Ja. Und ja, ziemlich brotlose Kunst und seine Freundin, die ist doch ein bisschen, ja, die sind erfolgreich und es soll dann irgendwann mal so ein Abendessen stattfinden, wo er auch die Eltern von ihr kennenlernt. Und davor hat er schon eigentlich die ganze Zeit Angst, weil der Vater, eben gespielt von J.K. Simmons, ist doch eher so ein, ja, ziemlich tougher Typ. Und nee, halt nicht die Eltern, sondern nur den Vater, genau. Und dann treffen die sich in einem Restaurant und Emil Hirsch, der ist irgendwie Veganer und verträgt alles Mögliche nicht. Und das macht natürlich dann ständig Kommentare von J.K. Simmons, hat das zur Folge. Und irgendwie kommen die beiden nicht so ganz miteinander klar. Und die Tochter versucht dann immer noch ihrem Freund zu sagen, ja, nee, ist doch alles gut und so. Und so schlimm war es doch nicht. Und, aber irgendwie hat er da ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Dann gibt es einen kleinen Cut. Und zwar ist Emil Hirsch dann nicht mehr mit der Frau zusammen nach ein paar Monaten und hat sich so ein bisschen eingeigelt da in seiner Wohnung, in seiner WG mit irgendeinem Typen, den er da reingenommen hat und hat so ein bisschen, ja, Liebeskummer. Und mit einem Mal steht dann der J.K. Simmons irgendwie vor der Tür und sagt, ob er irgendwie weiß, wo seine Tochter ist. Und er weiß es nicht, weil die ja schon länger nicht mehr zusammen sind und hat nichts mehr von ihr gehört. Und er sagt dann, er soll ihm helfen, sie zu suchen. Und überredet ihn so ein bisschen. Er hat eigentlich einen Termin für so ein Vorspiel mit seinem Banjo irgendwo oder mit der Band, nee, eine Bandprobe, genau, weil sie irgendwie auf Tour gehen. Und hat er eigentlich nicht vor, jetzt das auszulassen, sondern will das eigentlich ja, machen, diese Bandprobe, weil das für ihn wichtig ist. Und J.K. Simmons überredet ihn aber und dann fahren sie halt irgendwie zusammen los. Und da gibt es schon so die ersten, ja, weiß nicht, dass Emil Hirsch überhaupt keinen Führerschein hat und so. Jedenfalls sind sie dann unterwegs und grasen dann so verschiedene Stationen des Lebens der Tochter von J.K. Simmons ab, die der Emil Hirsch auch nur so, ja, teilweise kannte und manche kannte er doch ein bisschen mehr. Und dann erfahren sie halt immer mehr, was mit der Tochter nun eigentlich ist. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die zwei sich nun sehr stark annähern, aber sie kommen zumindest mal, finden mehr gemeinsame Nenner auf ihrer Reise und ist halt so ein, wie so ein Buddy-Movie, also zwei, die sich überhaupt nicht verstehen, dann irgendwie doch ein bisschen mehr zusammenfinden. Und J.K. Simmons hat auch noch so ein paar, ja, man weiß halt nicht genau, was macht er eigentlich beruflich, ja, er hält es auch so ganz bewusst ein bisschen mysteriös und
Ja, weiß nicht, habe ich jetzt noch was, irgendwas vergessen? Mehr oder weniger ist es eigentlich so ein Roadtrip. Die fahren so rum und besuchen so verschiedene Stationen und die teilweise ziemlich überraschend sind. Und man hat so auch den Kenntnisstand wie die Protagonisten selbst. Das heißt, ist jetzt nicht so, dass plötzlich, dass man denkt, ah, woher wusste der das jetzt oder so, sondern man versucht halt auch mit rauszufinden, was ist mit der Tochter passiert. Und ja, man erfährt dann halt zwischendurch ein bisschen mehr über die einzelnen Personen, also über Emil Hirsch und über J.K. Simmons, die übrigens im Film Martin heißt Emil Hirsch und J.K. Simmons ist der Mr. Gallo. Und Kate, du hast es ganz gesehen. Wie fandest du es so? Ich fand es eigentlich ganz amüsant. Ich fand es war so ein bisschen Schnitzeljagdmäßig aufgebaut, weil sie halt immer von Station zu Station gegangen sind und dann dort wieder neue Hinweise gefunden haben quasi. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz sweet gemacht. Ich habe mich nur gefragt, ob es ein Kinofilm war oder ob das vielleicht direkt fürs Fernsehen produziert wurde. Aber an sich, ich fand ihn jetzt nicht furchtbar schlecht. Ich fand ihn ganz süß. Wobei ich immer das Problem habe, dass mich Emil Hirsch an, wie heißt der denn? Ach, ich habe wieder vergessen. Der aus Colonia Dignidad, der deutsche Schauspieler, erinnert er mich immer. Daniel Brühl. Genau, an Daniel Brühl. Ich habe immer gedacht, da steht Daniel Brühl. Aber ich mag den Hirsch ziemlich. Ich mag ja auch Into the Wild, das ist ein toller Film. Deswegen fand ich den Schauspieler schon ganz gut, aber der hat halt so viel Ähnlichkeit mit dem. Und J.K. Simmons liebe ich, der ist halt super. Der hat diesen mysteriösen Vater auch ganz gut gespielt. Und man weiß ja, ich bin auch nur überlegt, was macht denn der bloß beruflich, weil der hat ja irgendwie immer irgendwelche Connections gehabt und so. Also ich finde den Film eigentlich echt nicht schlecht. Ja, fand ihn gut. Ich fand ihn auch eigentlich überraschend gut, weil der hat bei der IMDb nur irgendwie so 5,7 oder so. Und bei irgendwie anderen deutschen Filmseiten hat er irgendwie nur so 4 Punkte von 10 gekriegt. Das finde ich, wird dem Film nicht ganz gerecht, weil der ist doch... Irgendwie hat er doch so ein paar lustige Momente und gerade J.K. Simmons ist halt irgendwie eine coole Socke und der spielt halt das, was er eigentlich immer macht, so irgendwie den so ein bisschen leicht grumpy old man, aber nicht einfach nur so der, wie man im Schwäbischen sagt, der Brudler, sondern man merkt schon, da ist was dahinter. Also wenn er Kritik äußert, ist das meistens immer voll in die Fresse, aber es hat meistens irgendwie Substanz, aber er spricht es halt dann einfach irgendwie aus oder macht halt irgendwie mit seiner Art deutlich, dass er jetzt irgendwas gerade nicht gut findet oder nicht leiden kann. Ich fand den wirklich sehr ein cooler Film. Ich habe gerade auch mal geschaut, aber ich finde nicht, dass der irgendwie einen Kinostart hatte, was mich eigentlich da auch doch Release Date in den USA schien der mal auf irgendwelchen Filmfestivals gelaufen zu sein, aber jetzt nicht großartig im Kino. Ich habe auch geschaut hier bei Box Office Mojo, aber da hat er auch eigentlich ist er nicht vertreten dort in der Datenbank. Da sind eigentlich alle möglichen Filme drin, die mal im Kino, wenn auch nur für kurze Zeit gelaufen sind. Ist er nicht drin. Scheint wirklich so ein Direct-to-Heimkino-Release gewesen zu sein. Und Chris, was du so gesehen hast von dem Film, hatte ich nicht so sehr überzeugt, dass du gesagt hast, willst du mal ganz gucken? Oder? Ich bin, während Kate den Film geguckt hat, bin ich aufgebrochen zum Eishockey. Ach so. Deswegen. Also aber ja, also das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht unbedingt so gecatcht. Ich fand es jetzt so ein, ich will jetzt nicht sagen 0815 Buddy-Komödie, so ein bisschen Roadtrip-mäßig unterwegs auf der Suche nach der Frau, in dem Fall halt die Tochter, / die Ex-Freundin und ja, war jetzt das von dem, was ich gesehen habe, nicht unbedingt was großartig Besonderes, also nicht unbedingt so, wow, was völlig innovativ Neues oder noch nie da gewesen, sondern einfach, es wirkte ganz nett. Und wir wissen ja, nett ist der kleine Bruder von. Ich schau gerade hier, ich bin gerade hier auf der IMDb-Seite von J.K. Simmons, da steht der Film gar nicht drin. Ach doch, hier, The Runaround, ich habe nach dem Originaltitel gesucht. Okay, ich will ein bisschen versuchen einzuschätzen, wann er den gedreht hat. Also das war nach La La Land, nach The Accountant, nach Boston hat er den gemacht. Vielleicht hat er gedacht, ja, nettes kleines Komödchen,
zwischendurch. Ja, warum nicht? Muss ja nicht immer die... Nicht, wo man groß gefordert wird. Muss ja nicht also immer weder die, Schauspieler noch Zuschauer. Die riesengroße Rolle sein. Aber trotzdem, 5,7 finde ich ein bisschen zu wenig. Ich sag mal 6,5. Ist zwar nicht so viel drüber über 5,7, aber ich fand ihn doch... Aber, wenn er den nach Boston gedreht hat, dann kam der nicht ins Kino. Nee, hatte ich ja gesagt. Wenn der jetzt schon auf Blu-ray rauskommt, ne? Ja. Ja, so ein Direct-to-Video, oder wie nennt sich das? Nee, Video ist er eigentlich nicht mehr, ne? Direct-to-DVD kann man auch nicht sagen. Es müsste irgendeinen Begriff geben, wo man sagt, direkt ins Heimkino oder so. Weil es kann ja jetzt alles sein mit Stream, aber egal. Hm. Jo, Kate, deine Wertung so? Runaround? Ja, so 7? Nee. 6,5. Auch 6,5. Schließt sich an. Okay. Doch. Ihr habt ja noch einen, ich hoffe mal, besseren Film gesehen. Im Kino. Ich glaube dezent, ja. Dezent besser? Erzähl dezent. Mal. Ja, wir haben Guardians of the Galaxy 2 gesehen. Wer hätte es gedacht, dass man sich den tatsächlich antut. Wurde ja in der letzten Sendung schon, glaube ich, groß thematisiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht mehr ganz genau alles im Kopf, was da gesagt wurde. Aber ist mir auch egal, weil ich habe meine eigene Meinung. Und die Guardians sind zurück, um erneut die Galaxie zu retten. Und es ist, ja, ich möchte mal einen anderen Vergleich anstellen. Und zwar ist es ja, beim ersten Teil war es ja ein absoluter, denke ich, Überraschungserfolg, weil wer hätte gedacht, dass so viel Pep, so viel Witz, so viel Charme auch in den Charakteren dargestellt werden kann in einem Marvel-Film, der halt auch unglaublich gut mit Musik untermalt war. Also das Awesome Mixtape, das erste, das war einfach der absolute Knaller. Jetzt gibt es eben Awesome Mixtape Nummer 2 und vom Soundtrack her ist der Film einfach auch wieder der absolute Knaller, meiner Meinung nach. Und prinzipiell ist der ganze Film ein absoluter Knaller, weil man kommt teilweise aus dem Lachen nicht raus. Also gerade wenn Drax, also Dave Bautista, Sachen erzählt über Mantis, über diese nette Schneckendame. Und das sind wirklich so Situationen dabei mit, du bist so hässlich. Aber das ist gut, dann ist die Liebe echt. Es ist so hart. Du hockst dir wirklich dran und denkst dir, ach du Gott, wie kann man so unglaublich inkorrekt sein? Aber einfach wirklich großartig. Dann die Action natürlich ist auch richtig gut. Die Geschichte, die erzählt wird, ist auch cool. Hat zwischendurch vielleicht mal ein bisschen einen Hänger. Weil der Film wirklich, der fängt an so richtig auf die Fresse, bös gesagt, fängt er an. Also wer den Trailer gesehen hat, der weiß eigentlich schon, was am Anfang passiert. Nur das Ding ist, was man nicht weiß, ist die Szene mit Baby Groot gleich am Anfang. Und ich habe nach 2 Minuten im Film gesagt, ich könnte mir 2 Stunden lang Baby Groot anschauen und wäre immer noch zufrieden aus dem Kino rausgegangen. Also das war einfach schon der erste Brüller. Also der Film holt einen wirklich in den ersten 2 Minuten richtig ab, wenn man auf Groot steht. Und kriegt dann allerdings Gott sei Dank die Kurve, dass es nicht nur um Baby Groot geht, sondern jeder der Charaktere kriegt seine eigene Story mit, seine eigenen Probleme, sein eigenes Ding, seine eigene Zerrissenheit. Und da, wie gesagt, baut der Film kurzzeitig in der Mitte ein bisschen ab, weil da dann diese Geschichte auch mit Peter Quill und seinem Vater dann so ein bisschen doch Drive rausnimmt, aber am Ende holt das wieder raus und hat dann auch ein relativ, ich will jetzt nicht sagen trauriges Ende, aber ein durchaus passendes Ende, weil man auch dann am Ende nochmal merkt, okay, sie können auch anders. Also es ist nicht nur Action und Totlachen, sondern man kann auch ein bisschen ernst werden. Und die Message, wo hinten raus noch mitgeschickt wird, fand ich cool. Also hat mir sehr gut gefallen, hat mich auch abgeholt. Und ich bin rundum zufrieden aus dem Film raus. Also ich habe hinterher immer noch gelacht, war immer noch beeindruckt von den doch gut animierten Szenen und auch von den Weltraumschlachten auch und auch die Ideen, wo wieder dahinter gesteckt sind. Also das fand ich einfach großartig. Und Chris Pratt fand ich richtig gut. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist natürlich Karen Gillan als Nebula. Und Karen Gillan, ich meine, ja, ich gebe es zu, ich bin ein kleiner Karen Gillan Fanboy, weil sie ist ja eine ehemalige
Begleiterin vom Doktor, wie wir alle wissen. Oder wussten das jetzt nicht alle? Selbstverständlich haben wir das gewusst. Natürlich. Natürlich wusstet ihr das. Amy Pond hat auch eine. So ist es, wenn der Lehrer fragt. Ne? Natürlich, klar. Natürlich. Alles klar. Natürlich, ich muss aufs Klo. Amy Pond, ja, so ganz arg wichtig bei Doctor Who und auch jetzt wieder richtig, richtig cool. Also ich fand, es ist wirklich in sich stimmig, der Film. Und er lässt so viel offen noch für die nächsten Teile, weil der nächste ist ja schon wieder angekündigt. Ein unglaublich cooler Auftritt von einem Schauspieler, das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ich weiß nicht, ob der Erik schon reingeguckt hat. Ich habe es leider schon gesehen im Trailer. Also es sind ja zwei coole Schauspieler, die in ja, die mal in 80er, 90er Jahren zusammen auch gespielt haben. Und ja. Ich habe es leider im Trailer gesehen. Den der Chris meint, ist nicht im Trailer genannt. Ich habe leider irgendwas gesehen, wo ich schon beide gesehen habe und das fand ich total scheiße. Und deswegen hatte ich ja beim letzten Mal... Wir machen nachher mal einen kurzen Spoiler-Talk. Okay. Also, wie gesagt, mich hat der Film von vorne bis hinten abgeholt und auch wirklich überzeugt, weil einfach super witzig, also wirklich, wirklich richtig, richtig witzig. Und aber nicht auf so eine Blödelart, sondern einfach, du weißt genau, wenn Draxit den Mund wieder aufmacht, kommt wieder irgendwas brutal, völlig, aus menschlicher Sicht völlig daneben. Und einfach die Charaktere, die dann drin sind, also herrlich, also wirklich herrlich. Also auch wenn Pom dann von so einem Teil getroffen wird und Drax steht daneben. Oh, Vorsicht, pass auf, und sie liegt schon K.O. am Boden. Da denkst du dir so, ja, danke. Echt ein Zeitversatz. Ja, definitiv. Also er hat tierisch Lag und auch, also wie gesagt, also Mantis, natürlich Pom Clementief, ne, um das klarzustellen, Mantis. Und einfach auch Baby Groot ist super cool animiert und ist auch nicht mehr so völlig overpowered wie im ersten Film. Rocket ist einfach und bleibt ein Arsch und es ist einfach schön. Es ist einfach richtig, richtig cool. Mich hat sehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob es Kate auch so abgeholt hat, aber mich hat er total abgeholt. Um das mal klarzustellen, Rocket ist das coolste Arschloch der Galaxie. Okay, ich dachte echt, dass Taserface das coolste Arschloch ist. Aber ja, Taserface ist der coolste Arschloch. Taserface. Ja, doch, der Film hat mich auch abgeholt, muss ich sagen. Der Soundtrack fand ich teilweise überdeplatziert. Also der war schon echt gut. Klar, man hat wieder richtig coole Songs rausgeholt. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, man hat die Szenen dazu geschnitten, passend zu diesem Lied. Oder dazu passend zu diesem Lied geschrieben. Also es hat schon zu krass gepasst. Aber das war eine kleine Kritik, meiner Meinung nach. Vielleicht geht es ja auch nur mir so. Aber ansonsten war das wieder ein wunderbarer Anti-Superhelden-Film. Die Guardians sind einfach die Besten. Die, auch wenn sie sich dauernd zoffen, sie sind trotzdem ein Team. Und Baby Groot ist einfach so süß. Der ist so goldig, das glaubt man kaum. Kriegt vielleicht einen Spin-off, wenn alle den so loben. Ja, ich glaube, das könnte nach hinten losgehen, weil er eigentlich immer nur mit den Guardians unterwegs ist. Wie soll man da einen Spin-off machen? Ne? Also, naja. Auf jeden Fall, am coolsten fand ich wieder Rocket. Ich bin einfach ein Rocket-Fan. Er ist einfach eine coole Socke. Ist einfach ein kleines Arschloch. und ja, von der Story her, es war irgendwie das durchgängige Thema ist irgendwie Familie, was aber okay ist, weil jeder hat so sein Ding, was er mal erzählen muss und vielleicht was einfach auch ein bisschen mehr Story erzählen muss, wie jetzt zum Beispiel bei Peter Quill. Das ist also die zentrale Geschichte, er und sein Vater. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, der Film hat kurzzeitig mal ein bisschen Fahrt abgenommen, aber von der Geschichte her war es halt, glaube ich, wichtig, dass das erzählt wird und dass das nicht actionreich erzählt wird, sondern Punkt für Punkt, dass man es weiß. Und dann ging es wieder los. Und das war auch okay so. Rundum toller Film. Unbedingt sitzen bleiben. Post-Credit-Szenen en masse angucken. Sitzen bleiben. Richtig cool. Ja, ich freue mich jetzt schon auf den dritten. Rein technisch gesehen? Ja? Ja, rein technisch gesehen. Habt ihr es in 3D oder in 2D gesehen? In 2D. Und ja. Deutsch, Englisch? Deutsch. Okay, ja. Und ging?
So? Ging. Ja. Super. Alles klar. Super. Ja. Ja, voll okay. Die Stinkro ist super. Also die war schon beim ersten Teil ziemlich gut. Ich denke, ein paar Übersetzungen aus dem Englischen, ja, die hakeln dann einfach im Deutschen. Also vom Verständnis her, weil uns dann im Deutschen doch die Wörter ausgehen. Dann ist halt doch Arschloch oder sowas. Aber ja. Nee, wie gesagt, also das passt. Also ich habe jetzt kein Problem damit gehabt. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ich ihn nicht nur einmal sehen werde. Ich glaube, den werde ich auch ein paar Mal sehen, weil das ist auch ein Film, den kann man wirklich, wie der erste Teil, den kannst du nebenher laufen lassen. Auch und nochmal angucken. Also das ist schon toller Film. Okay, dann werde ich den auch noch irgendwie gucken jetzt. Werde ich schon irgendwie schaffen, den auch noch zu sehen. Sollen wir ihn noch bewerten? Ach so, ja, selbstverständlich. Ich dachte, das ergibt sich schon aus den, dass ihr da mindestens bei 9 Punkte liegt hier. Ja, ach, ich befürchte, ich bin bei 9 Punkten. 9, ja. Ich bin bei 10 von 10, weil einfach, wie gesagt, wenn ein Film in den ersten 2 Minuten oder noch während dem Intro quasi dich schon abholt und du echt Bock hast, da das anzuschauen, ich glaube, dann hat ein Film schon mal relativ viel richtig gemacht, zumindest bei mir. Und auch die kleine Schwäche mittendrin fand ich auch okay, so in der Nachbetrachtung. Irgendwo ist es okay, weil es zeigt doch so ein bisschen dieses Runterkommen, nicht immer nur Action und alles. Deswegen, das fand ich auch okay. Und ja, kleine Schwächen, aber trotzdem 10 von 10. Apropos Intro. Ich habe ja gestern den Marsianer mal von Blu-ray wieder geschaut. Da ist mir aufgefallen, dass quasi bei der Eröffnungsszene, vielleicht könnt ihr euch erinnern, siehst einen Weltraum und dann kommt so von unten der Mars rein und dann kommt so diese Schriftart The Martian, also auf Blu-ray steht es auch im Englischen da, kommt da so rein, so ähnlich wie Alien damals. So war das bloß, dass halt da das Raumschiff irgendwie von der anderen Seite kam. Und fand ich schon ziemlich cool, dass Ridley Scott das quasi, dass er sich selbst referenziert, auch ganz am Schluss nochmal. Ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, 10 von 10 natürlich auch wegen Karen Gillan. Ja, wahrscheinlich ist der Film nur 5 von 10 und der Rest ist Karen Gillan. Ja. In dem Sinne mal an unsere lieben Hörer mal, vielleicht habt ihr auch noch irgendwie coole Filme, die euch schon im Intro abgeholt haben, wo ihr das Intro so geil fandet. Ich fand es zum Beispiel bei Spider-Man 1, fand ich es auch so cool, mit den, wie sich das so entwickelt hat, diese ganzen, vielleicht könnt ihr euch erinnern, diese Strings, die da so schräg gelaufen sind, fand ich echt gut dann. Apropos, fällt mir ein Witz ein. Aber habe ich die Tabitha, meine Tochter, die hat so einen Kalender mit Kinderwitzen. Und da ist jeden Tag ein neuer Witz drauf. Die sind meistens immer ziemlich blöd, wie der auch, aber da passt jetzt gerade. Und da hält sich Batman mit Superman und sagt er: Sag mal, hast du Spider-Man erreicht? Nee, ich glaube, der hat kein Netz. Das ist ungefähr der gleiche Witz wie ich hab bei den Weight Watchers angerufen. Ja und? Ja, hat keiner abgenommen. Okay, hätten wir das auch. Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Rings mit S hinten, Rings, also nicht The Ring, sondern quasi The Ring Teil 3. Quasi die dritte Neuauflage, US-Neuauflage von der Ring-Saga und ja, Regisseur Javier Gutierrez, der, was hat denn der noch so gemacht? Weiß gar nicht, nichts Besonderes weiter. Auf jeden Fall geht es in diesem Film darum, oder sagen wir so, das Highlight des Films, wenn man es so nennen möchte, ist Johnny Galecki, bekannt als Leonard Hofstadter aus Big Bang Theory, der da mitspielt. Der spielt einen Universitätsprofessor, der irgendwie so ein bisschen über Übersinnlichkeit und sowas doziert. Und jetzt muss ich gucken, dass ich diese blöde Story noch halbwegs richtig zusammenbringe. Ich glaube es fast nicht. Auf jeden Fall geht es da halt um dieses Video. Und da ist es so, dass man dieses Video kann man kopieren. Und wenn man das jemand anders zeigt, das kopierte Video, geht der Fluch dann auf den oder diejenige über. Ja, ist ja nicht mehr so mit Videokassette und mit, dass man die Videokassette weitergibt, sondern ist jetzt alles ein bisschen moderner geworden. Diese Videokassette taucht auch nochmal auf. Aber eher so am Rande. Und dann hat sich halt, weil derjenige, der von diesem Fluch befallen ist, der das Video gesehen hat, weil der halt ein paar übersinnliche Wahrnehmungen hat dadurch, weil er ja irgendwie schwarze Flüssigkeit irgendwo rauskommen sieht oder irgendwelche gruseligen Gestalten sieht, haben die quasi an dieser Uni so eine Art
Ring geschaffen, wo die sich halt nach und nach, der eine zeigt das Video dem, dann hat der mal diese Erfahrung und rechtzeitig, bevor die 7 Tage um sind, bevor derjenige dann geholt wird von dem Geist, ist halt der Nächste dran und so wechseln die das halt durch. Blöderweise geht da ein bisschen was schief, wie man sich's denken kann. Und eigentlich braucht ihr diesen Film nicht gucken, weil der einfach totaler Blödsinn ist. Der ist nicht nur schlecht gespielt, der ist auch ja von Effekten her völlig Banane. Und dieser Film torpediert einfach die ganze Reihe. War Teil 2 schon nicht mehr so der Beste, um es mal vorsichtig zu sagen, setzt der hier einen neuen Tiefpunkt und wertet damit auch gleich die vorhergehenden 2 Filme extrem ab, weil er zum einen Dinge in Frage stellt, die vorher eigentlich etabliert waren, die man akzeptiert hat, und jetzt ist plötzlich alles ganz anders und ja, damit macht er eigentlich die vorhergehenden unglaubwürdig und auch so schlecht gespielt, schlecht gedreht, Story völlig Banane, Dialoge, kann man total in der Pfeife rauchen. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt reinkrätsche, Erik, aber wir reden über einen Horrorfilm. Ja. Ja? Aber also nur nochmal, um das ganz kurz für uns beide, also nur jetzt mal zwischen dir und mir, ich weiß, der Rest muss jetzt nicht, nur mal zwischen dir und mir. Wir reden über einen Horrorfilm, richtig? Das ist und richtig. Du beschwerst dich jetzt bei diesem Horrorfilm über die Dialoge, richtig? Ja. Habe ich das richtig? Okay, sehr gut. Und du beschwerst dich darüber, dass er eine Neuauflage ist, mehr oder weniger, von den alten Filmen, ja, die es ja damals gab, zu Zeiten, wo es eben noch VHS-Kassetten gab. Auch richtig? Ja. Und und ja, und nun? Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus möchte, ist, warum beschwerst du dich da? Warum der Film genau verwundert ist. Dich das? Weil der Film scheiße genau ist. Es ist keine Hommage an die alten. Das ist auch keine, ja, ist auch kein Remake, kein irgendwas. Er macht einfach die vorhergehenden total kaputt. Das ist wie wenn jetzt, was weiß ich, ein neuer Terminator-Film rauskommt, der plötzlich sagt, ja nee, das ist ja gar nicht so, mit dem durch die Zeitreise funktioniert gar nicht und wir machen das mal ganz anders und macht's richtig scheiße. Also jetzt vergleichst du Terminator mit The Ring. Zum Beispiel. Ja, ich kann es auch mit irgendwelchen Horrorfilmen vergleichen, aber der Film ist einfach total schlecht, er krankt an allen Ecken und Enden. Ich habe einfach da nichts Gutes dran gefunden an dem Film. Und okay, aber dann eine Frage, dann auf jeden Fall die nächste Frage schon. Welcher deiner Horrorfilme, die du schon gesehen hast, hatte ansprechende Dialoge? Zum Beispiel Cabin in the Woods fand ich geil. Der hatte aber keine ansprechenden Dialoge. Doch. Nein. Doch, schon. Nein. Nein, 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 mein Freund. Nein. Also der aus und schon wird's eng, ne? Und kommen wir jetzt hier nicht mit The Bye-Bye-Man. The Bye-Bye-Man, ja. Das war ja nochmal eine Schippe unten drunter. Also das ist ja... Also er ist noch besser als The Bye-Bye-Man. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Lass mich mal überlegen. Welchen fand ich ein bisschen weniger scheiße? Nee, ich glaube, die waren alle beide ungefähr so auf einem Level. Also Rings ist nicht gut. Punkt. Nee, Rings ist nicht gut. Guck dir nicht an. Weil er dich von den Dialogen her enttäuscht hat. Nicht nur von den Dialogen. Ich habe ja noch mehr aufgezählt als die Dialoge. Ja, okay. Dialoge waren ein Teil, der nicht so besonders war. Es gibt ja Horrorfilme, da kann man sich kann man sich kaputt lachen über Dialoge. Ja, zum Beispiel Jason oder sowas, Freitag der 13. Ist einfach total lustig. Ja, ja? Das ist toll. So. Aber hier, die waren einfach nur blöd, weil der Film sich selber auch viel zu ernst genommen hat. Und hat einfach die ganze Ring-Story irgendwie kaputt gemacht, weil er irgendwie neue Sachen aufgestellt hat, die jetzt mit den alten zusammen nicht mehr funktionieren. Und ja, egal. Müssen wir nicht zu lange über diesen schlechten Film. Nee. Ihr habt ja noch einen anderen gesehen. Nee, nur ganz, ganz kurz noch. Ich habe gerade bei IMDb das nebenher aufgerufen und das User-Review steht ganz groß: Death of the Franchise. Ah, ja, habe ich was anderes gesagt. hast du das geschrieben? Nee, warte mal, ich kann es auch mal aufrufen. Okay. The Franchise Death Killer of the franchise. Features a cast of lame characters that you hope will fall prey. Genau, ja. A poor script,
Ja. The camera here is flat, the music doesn't fit, the editing rushed and uninspired. Ja, genau. Was anderes habe ich auch nicht gesagt. Deswegen frage ich, ob du das geschrieben hast. Warum habe ich den Film überhaupt geguckt? Ich sollte vorher mal in die IMDb gucken, bevor ich irgendwelche Filme gucke. Naja, nee, nicht empfehlenswert. Ist denn Conjuring 2 empfehlenswert, Kate? Ja. Ja. Also, der erste Teil ist schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe, aber den fand ich ziemlich gut. Und auf Sky lief jetzt gestern der zweite Teil, Conjuring 2. Und ich habe mir den angeguckt, allerdings habe ich die letzte dreiviertel Stunde noch nicht gesehen, weil er so lang ist. Der Film geht über 2 Stunden und der fühlt sich auch so lang an. Die Story ist aber gut. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, das zieht sich, sondern das ist alles wichtig für die Geschichte. Ich bin nur einfach viel zu müde geworden irgendwann. Aber ich werde das Ende nachher noch angucken. Worum geht's? Im ersten Teil hatten wir ja schon diese beiden, die sich damit mit paranormalen Dingen auskennen, die Lorraine und ihr Mann, den Ed. Und die haben eigentlich beschlossen, nach den Vorkommnissen in Amityville aus dem ersten Teil, erstmal keine Termine mehr wahrzunehmen, wohin zu gehen und den Leuten zu helfen, sondern nur noch als Beobachter zu fungieren. Und dann lernen wir in England, beziehungsweise in North London steht hier, eine Mutter kennen, die ist alleinerziehend, hat 4 Kinder, 2 Töchter und 2 Söhne. Und da geht irgendwas vor. Also in dem Haus passiert irgendwas. Das junge Mädchen hört Stimmen, tut auf einmal durchs Haus wandeln. Und das ist alles sehr, sehr gruselig und sehr, sehr überzeugend. Das dauert dann eine ganze Weile, bis dann die Kirche sich einschaltet und sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, sie brauchen Hilfe. Und deswegen rufen die Lorraine und den Ed Warren an, dass sie bitte kommen sollen, um zu spät bestätigen, dass hier wirklich was vor sich geht und nicht nur die Familie irgendwie Geld vom Staat haben will und eine neue Wohnung bezahlt bekommen oder was weiß ich. Und die kommen dann dorthin und haben auch ein Kamerateam dabei, die das Ganze dokumentieren, diese Beweise aufzeichnen sollen. Und das ist alles ziemlich gruselig. Und zudem ist die Lorraine auch noch so behaftet von diesem Monster, was aus dem ersten Teil da aufkam, diese Nonne. Und die sieht sich auch immer wieder in so Halluzinationen und bringt die quasi mit nach London. Und das ist alles, es ist echt gruselig. Ich habe es gestern mit dunklem Licht und draußen war es dunkel und ich war ganz alleine. Es war ein bisschen spooky. Also der hat schon eine gewisse Atmosphäre, muss man sagen. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie er ausgeht, aber es verheißt nichts Gutes. Es ist sehr, sehr spooky. Ich habe den sogar schon gesehen. Ich kann mich bloß nicht mehr erinnern, was jetzt genau in dem Teil war und was in dem ersten war, weil das spielen ja dieselben Leute mit und das ist von der Art her so ähnlich. Bei mir ist das irgendwie zu einem Brei verschwommen. Ja, ich finde es halt immer so gruselig, da gibt es diesen Stuhl in der Ecke stehen und dieses Mädchen, das sitzt dann immer da drauf und wackelt mit dem Stuhl und plötzlich wacht es auf und weiß nicht mehr, was passiert ist und wundert sich, warum sie im Stuhl hockt und das ist echt spooky. Und die macht das auch echt gut. Das Mädchen spielt das richtig gut. Die junge Schauspielerin ist hat vielleicht noch was vor sich, ich weiß nicht, aber also finde es überzeugend. Wenn du mich fragst, wie es ausgeht, würde ich sagen, der VfB macht in der 90. das entscheidende Tor. Ganz genau. Oder 90+1. Ja, also wie gesagt, ich gucke nachher den Rest, aber Guckst nachher den Rest, na jetzt geht es ja tagsüber, da fürchtet man sich nicht ganz so sehr, wie man es jetzt abends guckt. Ich muss sagen, ich habe ein Problem mit der Schauspielerin, die Lorraine spielt, weil das ist die gleiche Schauspielerin, Mrs. Bates spielt bei Bates Motel in der Serie und die ist ja schon echt spooky. Die Vera Farmiga spielt die? Ja, genau. Das ist die Lorraine Warren, die sich auch immer in diese Geisterwelt begibt, um rauszufinden, was die Leute heimsucht. Und allein, wenn ich ihr Gesicht sehe, finde ich die Frau schon total gruselig, weil ich habe ja die ersten paar Staffeln von Bates Motel gesehen und das ist so, die Frau hat so ein Hau weg in der Serie.
Und das ist gruselig. Es gibt einfach so Leute, die siehst du immer in dieser einen Rolle. Das ist mir jetzt Sigourney Weaver und Alien. Ich kann die in keinen anderen Film sehen, weil ich immer die in Alien sehe. Und so geht es mir halt mit der auch. Ja, wenn das da jemand. Das macht nochmal gruseligere Stimmung. Wenn da jemand einmal so eine Rolle da mit dem man so assoziiert, das wird dann ziemlich schwer, dann irgendwie mal einen Sprung zu machen, irgendwie wieder was anderes zu machen. Hm. Also bei IMDb hat der Film 7,4 von 10 Punkten, was ich auch gerechtfertigt finde. Er ist nicht so gut wie der erste Teil, aber immer noch ziemlich gruselig. Und wir hatten schon wesentlich schlimmere und schlechtere Fortsetzungen von Horrorfilmen. Von daher wäre ich auch bei 7,5 oder 7 Punkten gewesen mit dem Film. Kommt jetzt noch aufs Ende an. Auf jeden Fall der Regisseur, der James Wan, der hat ja schon eine beeindruckende Vita. Also mit Saw hat er gedreht. Mhm. Insidious, Conjuring 1, Insidious 2, Fast and Furious 7, Conjuring 2. Ja, also der macht sich. Ja. Okay, ich habe noch, ihr habt glaube ich nichts mehr, euch haben wir alles durch. Ich habe noch ganz kurz Lego Star Wars, habe ich geguckt, die Padawan-Bedrohung, ist mir noch eingefallen. Da habe ich, im Mediamarkt gab es das auf so einem Wühltisch hier mit alles für 5 Euro, habe ich den Film entdeckt, habe ich dann zu Hause rein, wollte ich mit meinem Kleinen gucken. Der Film fing an, ich fand ihn total cool, war auch sehr witzig, mit einmal war der Film zu Ende, habe ich geguckt. Geht ja nur 20 Minuten oder so. 22 Minuten. Also, das ist eher wohl eine Episode von einer Serie als ein Film. Also den auf Blu-ray für 5 Euro, selbst für 5 Euro, ja. Aber der war halt in einer Kiste drin zusammen. Ich habe zum Beispiel Robocop, den Original Robocop, auch für 5 Euro Uncut, Director's Cut gekauft. Also das ist ein richtiger Film mit voller Länge, mit Extras, mit sonst was allen. Und hier, ja, so ein Lego. Aber nichtsdestotrotz, ist ein cooler Film. Vielleicht erwischt ihr den mal irgendwo im Fernsehen. Also wer Star Wars ein bisschen mag und wer mit dieser Lego-Optik klarkommt, ich sag mal Lego Batman und Lego Movie oder so, der kann hier ruhig mal einen Blick riskieren. Denn diese ganzen Lego-Star Wars-Filme sind eigentlich ganz gut gemacht. Die kommen ja auch öfters mal irgendwie so auf Disney Channel oder sowas. Vielleicht mal Ausschau halten danach. Geht es darum, dass Meister Yoda, der muss halt irgendwie in diese Jedi-Schule fahren, weil da irgendwie, die sind alle ein bisschen aufmüpfig und wollen nicht so richtig hören. Und da gibt es eine Verschwörung gegen die Republik und er muss, Meister Yoda muss dann schnell abreisen dort und lässt C-3PO und R2-D2 dort zurück, um gegen die irgendwie die bösen Mächte da zu kämpfen. Und da hat sich aber einer von diesen kleinen Padawans hat sich bei ihm an Bord geschlichen und daraus ergibt sich dann einiges. Schöner Film. Cooles kleines Ding, 22 Minuten nur, ihr seid gewarnt. Aber vielleicht gibt es den irgendwo im Stream. Dann kann man den durchaus mal gucken. Jo, ich schau mal rein, apropos gucken, ne, was so diese Woche anläuft. Da ist nämlich hier in Stuttgart laufen folgende Filme an. Zum einen Get Out, das ist ein Horrorfilm, den hatten fast alle anderen Sneaks, die ich so höre, Sneak-Podcasts. Ein Horrorfilm mit Daniel Kaluuya und Allison Williams. Das ist so ein Indie-Horrorfilm, da geht es irgendwie darum, dass eine aus gut betuchten Haus von, ich sag mal so, Weißen, ja, hat einen schwarzen Freund und lädt den so zum ersten Mal mit nach Hause ein. Er ist da total unbehaglich, weil das eben alles Weiße sind, hat ein bisschen Angst und so. Und daraus entwickelt sich dann ein Horrorfilm, soll ziemlich cool sein, hat ja auch die Steff mal im Kommentar geschrieben. Es läuft noch an, 7 Minuten nach Mitternacht. Den hatten wir in der Sneak schon gehabt und schon ausführlich drüber gesprochen. Fanden wir alle ziemlich gut, wenn ich mich recht erinnere. Alle? Waren wir alle? Ja, ne? Oder? Mhm. Ja. Ja. Einsamkeit und Sex und Mitleid läuft auch noch an. Den fanden wir alle nicht so gut. Fast den fandst du großartig. Fast alle. Ist ungefähr in einer Region mit Bye Bye Man und Rings. 5 Frauen, ein Psychodrama um 5 Freundinnen. Die beim gemeinsamen Südfrankreich-Urlaub einen Mord vertuschen müssen. Huh. Das klingt nach, wie hieß es? Da, mit die, weiß, die, die Serie mit. Was du getan hast. Immer Ärger mit Barney. Bernie, Desperate oder? Housewives. Ach so, nicht hier. Wie heißt das? Immer Ärger mit Barney? Nee, Benny. Nee. Ich habe Ernie und Bert verstanden. Ich dachte, wen haben Ernie und Bert verstanden? Da gab es doch den Film, wo die irgendwie aussehen, wo jemand stirbt und dann fahren die mit der Leiche, dann was weiß ich, ziehen sie den immer um und sowas und damit, na egal.
Ja, ich weiß. Ist das nämlich mit Robin Williams? Nee, ne? Ich glaube ja, das sind ziemlich alt. Auf jeden Fall ist das ein deutscher Film hier, dieser fünf Frauen mit Anna König und Julia Dietze und so weiter. Das läuft nicht. Victoria, Männer und andere Missgeschicke, eine Beziehungskomödie über die neurotische Anwältin Victoria, die einen Tiefpunkt erreicht, als ihr Liebesleben und die Karriere auseinanderbrechen zu drohen. Okay. Regeln spielen keine Rolle. Eine Romantikkomödie um eine aufstrebende Schauspielerin, ihren jungen Fahrer und den exzentrischen Millionär und Regisseur Howard Hughes. Mit Warren Beatty. Laufen nur so romantische Filme an? Nee. Es gibt noch eine Fighter, eine Sportdokumentation, aber eine Biografie, biografischer Film über die Mixed Martial Profis Andreas Kraniotakis, Khalid Taha und Lom Ali SQ. Und die restlichen laufen nicht an. Also, die Top-Filme Get Out, 7 Minuten nach Mitternacht und Einsamkeit und Sex und Mitleid. Lasst euch da nicht von dem Poster oder von irgendeinem lustigen Trailer lenken. Der Film ist scheiße. Wir haben es euch gesagt. Okay. Hat jemand bei euch irgendwelche Serien geschaut oder irgendwelche Games, vielleicht Mario Kart für die Switch gekauft oder so? Nee. Ich habe ja nicht meine Switch, muss ich auf Mario Kart kaufen. Ich habe tatsächlich serientechnisch was geguckt, habe ich ganz vergessen einzutragen in unser Dokument. Ich habe mit Girlboss angefangen. Girlboss. Jetzt weiß jeder, um was es geht. Das ist eine neue Netflix-Serie. Da geht es, also das ist wohl so frei autobiografisch erzählt. Da geht es um ein junges Mädchen, was halt immer so von Job zu Job hüpft und aber eigentlich so ein bisschen ihre Leidenschaft in der Mode sieht. Und eines Tages macht er so einen Glücksgriff mit so einer Jacke, die sie im Secondhand-Laden findet. Und der keine Ahnung, was er in den Händen hält. Und sie kauft ihm die halt irgendwie für 9 Dollar ab. Und verkauft sie dann auf eBay weiter für, lass mich überlegen, 900 oder so. Und daraus entsteht dann ihr Business quasi. Und sie macht das halt auf eine sehr kindische Art und Weise. Ich glaube, sie ist auch, also die Rolle ist auch erst 23 oder so. Das Ganze gespielt wird es von Britt Robertson, die man ja aus Filmen kennt, wie zum Beispiel A World Beyond. Hat sie, glaube ich, zuletzt mitgespielt. Ist ganz lustig, ist ganz süß, aber es hat mich jetzt noch nicht ganz abgeholt. Ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gucke. Das ist ein bisschen seltsam. Obwohl es in San Francisco spielt und ich liebe San Francisco. Girlboss. Ich hab's auch gerade mal auf. Ich hatte, glaube ich, die Werbebanner bei Netflix. Da, die zeigen ja immer, was sie so Neues haben. Da habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen gehabt. Ja. Ich glaube, ich werde auch mal reingucken, mal sehen. Guck mal rein, aber also wie gesagt, die erste Folge ist echt cool, aber dann finde ich, dass es so ein bisschen abnimmt und da kommt auch noch eine Love-Story dazu. Das ist ein bisschen schwer. Ach, wir haben es sogar für die nächste Fortsetzung folgt. Folge steht es als Hausaufgabe drin, Girlboss. Also muss ich sowieso mal reingucken. Mhm. Also es geht wohl um diese, also die ist wohl tatsächlich auch bekannt, diese Internetseite oder diese Marke bei eBay, Nasty Girl. Also aber nicht Girl, sondern GAL. Und das ist halt die Geschichte von diesem Mädchen, die das damals gemacht hat. Das ist frei. Also es kommt auch mal am Anfang der Folge, steht, beruht auf wahren Ereignissen, also so fast so ein bisschen. So steht halt immer dabei. Und ist ganz süß. Ich mache halt Vintage-Mode. Ich werde dann wahrscheinlich spätestens in 2 Wochen mal drüber was erzählen, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe. ich habe vorhin die Charts vergessen in Stuttgart. Platz 10, Happy Burnout. Platz 9, Alles unter Kontrolle. Hat man beides in der Sneak. Platz 8 hat man nicht in der Sneak, auch schon in der Sendung. Ghost in the Shell. Platz 7, Abgang mit Stil. Platz 6, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Platz 5, Conny und Co. Teil 2, Das Geheimnis des T-Rex. Platz 4, Boss Baby, hat man auch schon in der Sendung gehabt, hat der Chris geguckt. Platz 3, Die Schöne und das Biest, hat, glaube ich, die Kate geguckt. Oder? Nee, ja. Ich will. Ach, du willst. Ah, da war es die Luise, glaube ich, ne?
Ja, ja. Platz 2, den habt ihr beide geguckt, Guardians of the Galaxy 2. Und die Nummer 1 hat keiner von uns geguckt, Fast and Furious Teil 8. Ich glaub, aber gibt es für Happy Burnout nicht irgendwie gerade ein Gewinnspiel? Dazu, das ist eine gute Frage. Es sollte eins geben, das wäre cool, wenn man da Freikarten gewinnen könnte. Und wenn du mich darauf ansprichst, so ganz spontan, hau ich da einfach mal 4 Freikarten raus. Wie so Privatradio. Oh mein Gott! Genau. Ihr geht dazu auf kinocast.net und da gibt es einen eigenen Beitrag dazu. Da könnt ihr 2x2 Freikarten gewinnen zu Happy Burnout. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass es nicht nur Platz 10 bleibt, sondern vielleicht ein bisschen hochgeht. Die Kinokarten sind allgemein gültig. Das heißt, ihr könnt die in jedem Kino einlösen. Das ist jetzt nicht gebunden an irgendwie bestimmte Kinoketten. Das heißt, kann eigentlich jeder mitmachen innerhalb Deutschlands, glaube ich. Ja, Warner Bros. Pictures Germany. Also in Deutschland oder bitte nur deutsche Teilnehmer, Österreich oder so, Schweiz. Ich weiß, wir haben da auch einige Hörer. Schöne Grüße. Euch bringt das nicht so viel. Geht einfach kinocast.net und klickt dann. Ich glaube, es ist ganz einfach. Das Rätsel, was da zu lösen ist. Und apropos Rätsel. Wo bleibt's? Jetzt aber. Es kommt nicht. Mensch. Es kommt nicht. Nein. Ich sehe aber hier, ich weiß nicht, was hier das Soundboard hat. Ich sehe, es spielt irgendwas ab, aber es erscheint nicht in der Timeline. Denk dir einfach den Jingle jetzt, Kate. Kates Filmrätsel. Auf geht's. Kates Filmrätsel. Kates Filmrätsel. Los geht's. Ja, Kates Filmrätsel wurde natürlich, wie könnte es auch anders sein, wieder aufgelöst von letzter Woche. Sowohl der Thomas als auch der Mike haben es erraten. Es war der Film Die Saat des Bösen. Ist das ein guter Horrorfilm, oder? Nee, das ist eher so ein Weltuntergangs-dramatisches Ereignisfilm. Das war das mit den Wurzeln, die in die Erde und dann alles kaputt machen. Okay. Eigentlich nicht so Horror, das ist eher so Weltuntergang. Katastrophenfilm. Aber diesmal, Leute, ich habe mir was richtig Übles ausgedacht. Und zwar folgendes Filmrätsel. Bitte gut zuhören. Ich weiß es, ich weiß es. Achso, Entschuldigung. Halt die Klappe. Lego Star Wars. Achtung. Ein Viehbaron engagiert einen ins Alter gekommenen Revolverhelden, um lästige Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Dieser schlägt sich jedoch auf die Seite des versoffenen Sheriffs, eines alten Freundes. Okay. Mal ein Western. Wenn das jemand rausfindet. Ein Western, oder? Ich sag's nicht. Okay. Klingt gut. Ich weiß schon mindestens einen, der das rausfinden wird. Ganz stimmt. Und ja, schreibt die Lösung für Kates Filmrätsel einfach als Kommentar unter die Folge. Auch wenn da vielleicht schon irgendwas steht, das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Also schreibt dann das, was ihr denkt. Auch wenn es vielleicht dasselbe ist, dann mit rein. Jo. Ansonsten, Gewinnspiel hat der Chris schon vorgegriffen gehabt. Könnt ihr mal Freikarten nehmen. Es wird doch demnächst noch ein bisschen mehr, also haben sich noch ein paar angekündigt und die Blu-ray, genau, die Blu-ray von The Runaround oder wie heißt es, The All-Nighter, hier den Film, den wir euch heute vorgestellt haben, könnt ihr auch gewinnen. Wie machen wir das eigentlich? Ich habe eine Frage, wie heißt die Tochter? Wie heißt die Tochter? Mit Rollenname oder die Schauspielerin? Ja, Rollenname. Wie ist der Rollenname der Tochter? Schreibt das als... Haben wir nämlich nicht erwähnt. Moment, das machen wir mal nicht. Schreibt es mal nicht als Kommentar. Ich mache da so ein Feld auf dafür, weil dann sieht keiner die Antworten, die ihr gegeben habt. Ich mache da so ein Feld, wo man die richtige Lösung einträgt und dann absenden kann. Gute Idee, Kate. Und dann gucken wir mal, wer das richtig hat. Und ich werde jetzt auch mal reinschauen, was so bei Amazon bestellt wurde. Hier bei den Links. So, jetzt. Ach, hier nochmal einloggen. Eieiei. Wenigstens sendet es mir jetzt keine SMS aufs Handy mit einem Code, den ich wieder eingeben muss, sondern ich bin gleich drin. Okay, also vielen Dank, wer sich jetzt hier wiederfindet, irgendwas bestellt hatte über unsere Amazon Affiliate Links. Hat jemand ein LG Blu-ray Player bestellt? Viel Spaß damit. Dann ein paar DVD und Blu-ray.
Lucky Number 11, cooler Film. Popstar, Never Stop Never Stopping. Hä? Kennt das jemand? Ach, mit Andy Samberg von Brooklyn Nine-Nine. Ist wahrscheinlich was Lustiges. Mhm. Kann ja er oder sie mal schreiben, ob der Film lustig ist. Weil Brooklyn Nine-Nine ist ja extrem lustig. The Danish Girl Blu-ray und Sixth Sense Blu-ray. Sixth Sense, soll ich mal das Ende verraten? Habe ich letztens, kam der auch irgendwo auf irgendeinem Sender. Habe ich tatsächlich mal wieder komplett geguckt. Ziemlich guter Film. Wirklich, wirklich gut. Was ist nur aus Shyamalan zwischen Sixth Sense und The Visit nur geworden? Eieiei. Und dann hat noch jemand bestellt einen Runtastic Sports Armband, wo man sein Telefon reintun kann. Ach, sowas habe ich auch. Ja, vielen Dank an alle, die da was bestellt haben, und alle anderen nutzt die Affiliate-Links bei uns auf der Seite. Da werde ich heute auch wieder zum Beispiel den Star Wars-Film verlinken. Mal gucken, was der überhaupt bei Amazon kostet. Oh, bei Amazon kostet 8,49 Euro. Das kann ich nicht wirklich empfehlen, das zu kaufen. Wenn ihr es tun wollt, macht es trotzdem. Aber das ist wahrscheinlich die Extended Version, die geht 25 Minuten. Nee, nicht wirklich. Das ist genau dieselbe Blu-ray, die ich auch habe. Aber gut. 20 Minuten Specials. Ihr könnt es auch auf DVD kaufen, da kostet es in Anführungszeichen nur 5,97 Euro. Ja, aber ich werde es mal mit verlinken, vielleicht geht es ja dann irgendwann runter vom Preis. Und ja. Okay, habt ihr noch irgendwas? Nö. Achso, Kommentare, Moment. Fällt mir gerade ein. Gab es noch irgendwas außerdem? Steff hat, glaube ich, noch geschrieben. Der Mike hatte noch geschrieben. Boss Baby hat er geguckt. Sein Sohn wollte da lieber rein als in die Schlümpfe. Man konnte schon an ein oder zwei Stellen lachen, aber es ist nichts, was man im Kino sehen muss. Der Bösewicht hat ihn irgendwie an den von Ralf Reichts erinnert. Guardians of the Galaxy hat er für Sonntag eingeplant. Das war quasi gestern, weil wir nehmen heute mal am Montag auf, weil es ja Feiertag. Das heißt, Mike, wir warten auf deinen Kommentar, wie du Guardians fandest. Und die Steff hat auch noch geschrieben, Einsamkeit und Sex und Mitleid klingt echt schlecht und der kann nächste Woche noch in Freiburg laufen. Bei eurer Beschreibung und Vergleich mit einem Amateurporno kommt wieder mein Nacktschneckentrauma hoch. Nacktschnecken war furchtbar. Das war so ein furchtbarer Film, ne? So. Den hatten wir auch in der Sneak in Stuttgart, das war Katastrophe. Da gab es doch irgendeinen so österreichischen Spruch, der da immer wieder kam. Irgendwas mit, wie ging der nur? Ah, vielleicht fällt er mir noch ein. Gott. Irgendwas mit Geparden. Lass doch die armen Katzen in Ruhe. Nee, irgendwas mit. Ja, nee, nicht. Geparden war da eher als Verb gebraucht. Irgendwie, lass uns mal wieder Geparden oder so. Nee, ganz doofer Spruch, aber der Film war ja eh total. Bah. Ganz furchtbarer Film. Die Steff hatte in der Woche Get Out in the Sneak. Obwohl Horror nicht ihr Genre ist, fand sie den wirklich gut. Absolute Sehempfehlung. Da der schon startet, kann er bei euch nicht mehr kommen. Aber schaut ihn euch an. Bei Leinwandperlen wird er zum dritten Mal besprochen, weil da hat jeder einzeln den gesehen in der Sneak. Und sie gibt 8 von 10 ausgestöpselte Smartphones. Und der Thomas Holmer war auch mal in der Sneak. Er hatte dort den Film Godzilla Resurgence oder Shin Godzilla. Je nachdem. Der Film hat sehr wirkungsvolle Zerstörungssequenzen. Godzillas Aussehen wirkt wie eine Art Zombie-Godzilla, was mir aber sehr gefällt. Das Einzige, was bremst, sind die haarsträubenden Gespräche der Wissenschaftler, Militär und Politiker. Würde ich jeden Godzilla-Fan empfehlen oder als Einstieg für Neufans. Jedoch nicht vergleichbar mit dem amerikanischen Godzilla, weil dieser Film aus Japan stammt. Ah, ich hatte gesehen, die Innenstadtkinos, die hatten auch irgendeine Sonderaktion mit diesem Shin-Godzilla. Irgendwie eine Sondervorführung gehabt. Das muss irgendwie... Bis ich das von den Innenstadtkinos da, ich glaube auf Instagram war das sogar oder auf Facebook, gesehen hatte, hatte ich von dem Film vorher noch nie was gehört gehabt. Ah gut, der Thomas hat eine Sneak entdeckt. Kannst ja mal schreiben, wo die ist, die Sneak, ob die bei dir in Freising ist oder ob da nach München fährst und wie das Straubing, da so abläuft. Bitte? Straubing. Ach, Straubing, ja, sorry. Ah, ich habe eine Freundin, die wohnt in Freising. Ja, bringe ich immer mit diesem Ing alles. Straubing, Freising. Ja. Jo, dann vielen Dank, Kate, vielen Dank, Chris. Wir sehen uns ja dann nachher gleich in der Sneak. Heute gehen wir ja wieder, oder? Ist kein, ja, kein so ist Eishockey. Plan.
Ja. Nee, doch, trotzdem 18 Uhr heute auch in Ravensburg, Deutschland, Lettland auf Sport 1, wer es sehen möchte, aber trotzdem. Ravensburg als Brettspiel oder? Nein, im Spieleland. Okay. Ich brauche mehr Jingles hier, ne? Obwohl heute gehen die alle nicht hier. Gehen die wirklich nicht? Kaputt. Doch, das geht. Ah. Der geht. Gut, dass du das am Ende der Sendung testest. Genau, live in der Sendung wird hier getestet. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Dad, das ist mein Freund, Martin. Ist mir eine Freude, Mr. Gerlach. Ist mir auch eine Freude, Martin. Dad, ich hab dir doch erzählt, dass Martin Musiker ist. Ich spiele Banjo. Wie Kermit der Frosch. Mr. Gerlach? Ist Ginny daheim? Sie hat mich verlassen. Irgendeine Idee, wo ich sie finden kann? Die Adresse kenne ich nicht, aber war schon mal da. Kannst du dir was anziehen und mich hinbringen? Du weißt, wo wir hinwollen, also fährst du. Eigentlich fahre ich überhaupt nicht. Wir lieben Ginny. Einige von uns liebten sie etwas zu sehr. Was? Ein unbenannter Herr wollte Sex mit ihrer Tochter. Okay, wir sollten gehen. Hey, kann ich mitkommen? Denkt ihr, dass sie gekidnappt wurde? Also was genau tun sie denn jetzt eigentlich? Wir haben Witze gerissen, sie wären Waffenhändler. Ich bin im Beschaffungswesen. Achtung! Es war echt unglaublich und ich plötzlich... Achtung! Hast mir das Leben gerettet. Ginny taucht schon auf, Mr. Gerlach. Nenn mich Frank. Ich glaub nicht, dass ich das tun kann. Das ist eine wirklich miese Idee. Vielleicht steckt meine Tochter ja in Schwierigkeiten. Rein hier! Wir haben jetzt Tag und Nacht nach Ginny gesucht, mussten vor der Polizei abhauen. Ich brauche wirklich keine Zusammenfassung, ich war dabei. Scheiße passiert jeden Tag. Ihr kennt doch diesen Film, John Wayne. Das hier ist kein Film, das ist das Leben. Gute Arbeit, Jungs. Würden Sie bitte irgendwas posten, das... Ist schon erledigt. Sie meinen, Sie haben was? Hab's getwittert. Alter Kerl mit Glatze und unheimlicher Typ. Hashtag Kostprobe, Hashtag denkbar.